Hallihallo Löde, zurück zu ESO. Weiter geht's. Es geht's weiter Richtung Nordspitz. Sturzlauf haben wir jetzt ja hier beendet. Frieden wiederhergestellt. Ist fertig. Reden wir mal mit Baron. Well, Allah, Durell. Irgendwie so, ne? Vor Nordspitz. Dann haben wir den Wegpunkt, Wegschrein. Hi, Pferdchen. Tschüss, Pferdchen. Ach. Buch. Danke, Fettchen, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und tschüss. Lalalala. Da ist er jetzt schon. Ja? Hier ist er. Baron Allah Durell. Freut mich, dass ihr euch uns endlich anschließt. Diese verdammten Montclairs haben mich aus meiner eigenen Stadt ausgeschlossen. Wenn welche von meinen Leuten verletzt wurden, werde ich Montclair und seine Tochter mit meinen bloßen Händen töten. Wie kann ich euch helfen? Ihr wisst, wie man Dinge erledigt bekommt. Schließt euch Skordo an und helft ihm, einen Weg in die Stadt zu finden. Ich werde die Truppen in Alarmbereitschaft halten, damit wir auf euer Signal hin abmarschieren können. Warum sollten die Nordspitz einnehmen wollen? Nordspitz ist ein wichtiges Handelszentrum, in dem viele Besitztümer des Hauses Durell liegen. Wer diese Stadt kontrolliert, kontrolliert damit auch die nördliche Region von Kluftspitze. Wenn ich so versessen darauf wäre, diese ganze Gegend zu erobern, dann würde ich auch hier anfangen. Können wir mit Hilfe aus der Stadt rechnen? Mein Sohn Alec hatte das Sagen, während ich in Schornheim war. Falls er noch lebt, muss er noch irgendwo in der Stadt sein. Abgesehen davon ist die gesamte Bevölkerung Haus Durell treu ergeben. Aber ich habe keine Ahnung, welche Truppen Montclair denn nun genau in meiner Stadt von der Leine gelassen hat. Wo soll ich nach Skordo suchen? Ich habe Skordo und eine kleine Gruppe losgeschickt, um in den Bauernhäusern vor der Stadt einen sicheren Vorposten zu errichten. Sie sollen einen Weg nach Nordspitz hineinfinden und uns dann ein Signal geben. Da das bislang nicht geschehen ist, vermute ich, dass sie noch bei der Arbeit sind. Wen hat Skordo mitgenommen? Gräfin Tamrit ist mit ihm mitgegangen, gegen meinen ausdrücklichen Rat, wie ich hinzufügen möchte. Und dieser schicke Ritter Darien hat sich ihnen auch angeschlossen. Seit seiner Ankunft sind Skordo und er ziemlich gute Freunde geworden. Ich hoffe, sie können sich hineinschleichen, denn sonst wird das hier eine lange Belagerung. Jo. So, Michael in Schönheim, ja, später. Können wir später das machen. Und nicht so viel hin und her heizen. Das ist der Vorteil, wenn man schon die Gegend kennt. Oh, ein Buch. Ich sehe ein Buch. Ich sehe ein Buch. Für die Magiergilde ein Buch. Oh, er geht voran. Ist hier noch was drauf? Nee, ne? Ihr habt euch das falsche Bauernhaus ausgesucht, Montclair. Skordo, das Messer. Nun, küsst einen Troll und nennt mich Kürbis. Ich kenne euch aus Schornhelm. Hat Baron Durell euch geschickt? Ich war der Ork in dem Käfig. Nicht mein glanzvollster Moment. Aber ich bin ja nicht adelig oder so. Unerheblich. Ich bin einfach froh, dass ihr hier seid. Warum seid ihr wie ein Montclair-Soldat angezogen? Das ist eine Verkleidung. Stimmt was nicht? Gefällt sie euch nicht? Sitzt mein Helm schief oder so? Wir werden uns nach Nordspitz schleichen. Das ist eigentlich nicht mein übliches Vorgehen. Aber Gräfin Tamrit und Darien haben uns geholfen, so weit zu kommen. Wo ist Darien? Keine Ahnung.
Er ist vorgegangen, um die Lage auszukundschaften. Und bis jetzt ist er nicht zurückgekommen. Bisher haben wir erfahren, dass die Patrouillen außerhalb der Stadt vor allem aus unausgebildeten Kämpfern bestehen, die Befehl haben, die Leute von der Stadt fernzuhalten. Nur die Offiziere scheinen zu wissen, was da vor sich geht. Habt ihr schon einen Weg hineingefunden? Ich habe vorgeschlagen, ein Loch in die Wand zu sprengen. Aber die Gräfin hat entschieden, dass wir uns das als letzte Möglichkeit aufsparen sollten. Darien ist losgezogen, um einen Weg zu suchen, während wir uns um die Bauern gekümmert haben. Sie verlangten unsere Hilfe. Und ihr wisst ja, wie es mit der Gräfin und Flüchtlingen ist. Jo. Feldwebel nun hier. Tut euer Schlechtestes, Lakai einer anderen Krone. Ich sage euch überhaupt nichts. Willst ihr mich nicht wenigstens euren Rang nennen? Nun, ich schätze, das sollte gehen. Ich bin eine Wache ersten Ranges. Ein Mitglied der Blutkallenmäntel des Hauses Montclair. Mehr als das bekommt ihr nicht aus mir heraus. Welches ist eure Schwertern, Soldat? Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Ich schätze, ihr werdet meine Fragen wirklich nicht beantworten. Ich schätze, dann werde ich euch einfach beide Hände abschlagen müssen. Wirklich? Eure geliebte Gräfin würde das niemals dulden. Ihr blüfft doch. Ich hätte kein Problem damit, Resaljul aufzuschlitzen. Und ihr, mein Freund, seid kein Resaljul. Ihr wart das? Ihr habt Resaljul getötet? Ich bin nur eine Wache. Die Offiziere wissen, was vor sich geht, aber sie sagen uns nie etwas. Ich kann euch nur sagen, dass sie ein Lager im Osten haben, an der Küste. Wenn ihr Informationen wollt, dann müsst ihr mit einem Offizier sprechen. Geht doch. Erstmal ändern da. So. So. Gehen wir da erstmal hin. Ist das zu glauben? Die Offiziere sagen uns überhaupt nichts. Wir dürfen nicht einmal in die Stadt. Oh, sind ein bisschen viele, aber kein Thema. Mein Bärchen und nicht. Doch in dem Gebäude, hab ich nur gedacht. Ausschwärmen! Die Offiziere sagen uns überhaupt nichts. Wir dürfen nicht einmal in die Stadt. Geht zu Hauptmann Kala, wenn ihr ein Problem habt. Ich habe gesehen, wie sie dem Neuen ganz schön was erzählt hat. Das habe ich auch gesehen. Sie schleifte den armen Kerl in die Offizierswohnungen. Seitdem fehlt von beiden jede Spur. Ein Befehlsposten im Blick des Ostufer. Wie auch gerade eben gemacht. Fertig gemacht. Bin ich schon wieder da? Doppelt genäht hält besser. Post. Kriegt er noch Tiers? Jetzt kommen wir wohl in die Hütte rein, in das Haus. Da wohl der Schlüssel sein. Jo. Tag. Schönen Abend, ne? Aufheilen! Kristallklare Nacht. Keine Wolke im Himmel. Oh doch, Wolken sind noch da, okay.
Hinein, Offiziersquartier. Sie ist verrückter als eine Katze aufs Koma. Darin Gucci. Ich habe mich gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Einen Bissen? Was ist hier los? Aufklärung! Aber sprecht etwas leiser. Wir wollen ja den guten Hauptmann nicht aufwecken. Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Es gibt nicht eine einzige Wache in Nordspitz. Nicht eine! Leraya hat ihnen allen befohlen, rauszugehen und die Leute fernzuhalten. Ist das alles? Reicht das nicht? Ich war ziemlich stolz auf dieses bisschen Spionage. Aber ihr habt recht, da ist noch mehr. Der gute Hauptmann hier hat auch fallen lassen, dass es einen Schmugglertunnel gibt. Er führt mitten ins Herz der Stadt. Das ist unsere beste Möglichkeit, dort hineinzugelangen. Jo. Meine Güte, Sir Darien, das war beeindruckend. Aber wenn es um Schmugglertunnel geht, dann gibt es wohl ein oder zwei Sachen, die ich euch noch beibringen kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf sagen soll. Warum findet ihr nicht heraus, wovon unsere Vampirdame hier redet? Ich muss schon sagen, Darien hat wirklich ein Händchen für Frauen. So würde ich keine Informationen von Feinden einfordern. Aber das Resultat ist tadellos. Der alte Schmugglertunnel sollte in die Stadt führen, wenn wir durchkommen. Was meint ihr? Nun, die Schmuggler, die diese Tunnel benutzen, haben ein Tor eingebaut. Dadurch haben sie ein Monopol auf dem Schwarzmarkt von Nordspitz. Der Tunnel wird uns in die Stadt bringen, wenn wir an diesem verriegelten Tor vorbeikommen. Habt ihr eine Ahnung, wo wir den Schlüssel finden können? Die Chefin der Schmuggler ist eine zähe Piratin. Sie trägt den Namen Lagra. Wenn jemand einen Schlüssel hat, dann sie. Aber die Montclairs greifen jedes Boot an, das sich der Stadt nähert. Entlang der Küste liegen Wracks. Falls Lagra noch lebt, dann findet ihr sie dort. Hauptmann Carla. So gar nichts an. Kann man auch Informationen bekommen. So. Ein bisschen da, genau. Da bringt ihm aus mir hin. Das Auge noch. Das Dorell-Bauernhaus, das haben wir schon mal. Erstmal Mundgestein holen. Die Schlange entdeckt. Den Boss machen wir natürlich nicht alleine. Bin ja viel zu schwach für. Gehen wir davon aus. Später vielleicht. Die machen wir auf, durchschnittlich. Yeah. Kein Thema. So einfach kann es gehen. Ich bitte hier was Gutes für uns, aber egal. Okay, in der nächsten Folge gehen wir dann den Schmugglertunnel suchen. Ach, also noch eine kleine Instanz. Ruine von Orkfang. Gehen wir da in der nächsten Folge rein. Dann schon mal hinlatschen. Wir nächsten Folge hier nach Orkfinger.
Aber bis dahin, tschö mit Ö.